Postwachstumsökonomie heißt, Abschied zu nehmen von reiner Industrieversorgung. Das Industriemodell, das wir kennengelernt haben als Garant für materiellen Wohlstand, ist ohne Wachstum des Bruttoinlandsproduktes nicht stabilisierbar. Und weil das so ist, lässt es sich langfristig nicht darstellen innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen. Das führt dazu, dass wir zurückbauen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage ist natürlich, bis wohin bauen wir zurück? Etwa bis zur Steinzeit oder bis zum Mittelalter? Oder wollen wir nicht doch etwas von dem erhalten, was wir uns so während der letzten 250 Jahre so vorgestellt haben, wenn von modernem Fortschritt die Rede war? Deswegen plädiere ich für eine Art menschliches Maß. Dieser Begriff stammt natürlich nicht von mir, sondern von Leopold Kohr oder auch Ernst Friedrich Schumacher. Damit ist ein Kompromiss gemeint zwischen der Inanspruchnahme auch eines gewissen technischen Fortschritts. Vielleicht sollte man besser von technischer Entwicklung reden, weil technischer Fortschritt immer als Begriff suggeriert, es gäbe da irgendetwas Materielles, das man so zum Nulltarif abgreifen könnte, indem man Wissen anwendet oder die Technik verbessert oder irgendwelche anderen Formen der Maschinisierung hernimmt, um aus einem begrenzten Quantum an Materialität eben noch mehr Wohlstand zu holen. Und ich interessiere mich ja nicht nur für Ökologie, sondern bin eben von Haus aus Ökonom und da gibt es eine Verbindung. Die Ökologie sagt mir, es gibt hier auf diesem Planeten nichts zum Nulltarif, Punkt. Und die Ökonomie schließt daran an, indem sie die Frage stellt, wie kann man denn mit dem Wenigen, was man sich dann nur erlauben kann, so umgehen, dass daraus wirklich so etwas wie ein humanes, ein lebenswertes Gesellschaftsbild entspringen kann. Damit sind wir bei einer Postwachstumsökonomie. Wenn wir von dem jetzigen Zustand, den wir erreicht haben und der unhaltbar ist, wirklich zurück wollen auf eine Ebene des menschlichen Maßes, dann müssen wir tatsächlich so etwas wie einen Weg der Reduktion beschreiten. Ein Kollege von mir, den Sie alle kennen, spricht von einer reduktiven Moderne. Obwohl ich mit Harald Welzer sonst nicht immer gerade einer Meinung bin, finde ich diesen Begriff sehr, sehr trefflich. Und diese Reduktionsleistung zu erbringen, ist deshalb unumgänglich, weil alle bisherigen Versuche gescheitert sind, unser Wohlstandsmodell über technischen Fortschritt zu entkoppeln, eben von ökologischen Schäden. Mal sind die Schäden kleiner, mal sind sie größer. Das Atomkraftwerk ist eine Katastrophe, aber deswegen ist die Windkraftanlage noch lange nicht zum ökologischen Nulltarif zu haben. Trotzdem entscheiden wir uns natürlich für die Windkraftanlage und nicht für das Atomkraftwerk, das ist klar. Wenn wir diesen Weg beschreiten wollen, haben wir große soziale Probleme, die wir lösen müssen, Verteilungsprobleme. Und dann sind wir sofort bei der Frage, wie wir unser Erwerbsmodell, wie wir die Arbeitswelt, wie wir überhaupt Fragen der Versorgung anders behandeln können. Und das bedingungslose Grundeinkommen als eine, ich würde mal sagen, als eine Zukunftskonzeption. Ich sage bewusst nicht Utopie, weil mir das viel zu verunglimpfend klingt. Aber das bedingungslose Grundeinkommen ist praktisch einer von vier Diskursen, die wir da haben. Der andere, der zweite Diskurs heißt einfach Business as usual. Das heißt, zu versuchen, über wirtschaftliches Wachstum neue Arbeitsplätze zu schaffen, sodass alle Menschen, die wollen und können, irgendwie über die ganz normale Erwerbsarbeit das Geld verdienen, das sie benötigen, um sich über Industrieproduktion fremd zu versorgen. Der zweite Diskurs bedeutet Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung bei vollem Lohnausgleich. Das heißt, dasselbe Wohlstandsniveau, aber bei weniger Arbeit. Das wird dann oft damit begründet, dass der Produktivitätsfortschritt, den wir angeblich erlangt haben, es rechtfertigt, Wohlstandsforderungen zu stellen, für die man eben nicht mehr 40 Stunden arbeiten muss. Und dann gibt es einen vierten Weg, der bedeutet, die Arbeitszeit zu reduzieren und dann vor allem auch gerecht zu verteilen, aber ohne Lohnausgleich. Das fordere ich. Das ist ein Bestandteil der Postwachstumsökonomie. Ich habe ja nicht alle Zeit der Welt, alle Elemente der Postwachstumsökonomie durchzudeklinieren. Aber diese Umverteilung der Arbeitszeit würde zunächst einmal vielen Menschen einen Schrecken einjagen. So nach dem Motto, wie soll ich denn dieses und jenes finanzieren, wenn ich nur noch 20 Stunden arbeite? Daraus folgt eine erste Konsequenz. Wir können diese Umverteilung der Arbeitszeit nicht nach dem Rasenmäherprinzip durchführen und auch nicht von jetzt auf gleich. Also erstens heißt das, wir müssen jene Branchen und jene Existenzformen regelrecht verschonen davon, schon jetzt Reduktionsleistungen erbringen zu müssen. Zweitens müssen wir zusehen, dass wir nicht die Forderung auf der Zeitachse in gewisser Weise zu harsch angehen. Das heißt, wir können nicht von jetzt die 40-Stunden-Arbeitswoche ersetzen durch eine 20-Stunden-Arbeitswoche, sondern müssen Übergänge schaffen, die zu meistern sind. Das heißt, vielleicht brauchen wir eine halbe Dekade, um
im gesellschaftsweiten Durchschnitt die Erwerbsarbeitszeit um 5 Stunden zu reduzieren, um dann mal zu gucken, wie wir das anpassen können, wie sich das anfühlt, welche Verwerfungen vielleicht entstanden sind, die wir schleunigst irgendwie beheben müssen, um dann langsam aber sicher ein Niveau zu erreichen, auf dem sich eine Postwachstumsökonomie darstellen lässt. Was dann parallel passieren muss, ist Folgendes, nämlich, dass wir Subsistenzkompetenzen und vor allem Strukturen aufbauen. Das heißt, die freigestellte Zeit, die wir haben, wenn wir nicht mehr 40 Stunden arbeiten, müssen wir umwidmen. Wir müssen diese freigestellte Zeit wie einen Produktionsfaktor begreifen, indem wir wieder anfangen, selbst im wahrsten Sinne des Wortes, Hand anzulegen an das, was man Versorgung nennen könnte. Das sind 3 Modi der Selbstversorgung, die sehr modern sein können, die nichts Steinzeitliches in sich tragen. Erstens eigene Produktion, nicht nur im Nahrungsmittelbereich, also wenn wir etwa von Urban Gardening reden, sondern auch in vielen anderen Bereichen, was ich jetzt aus Zeitgründen nicht vertiefe. Zweitens die Idee der Gemeinschaftsnutzung. Wir müssen zumindest die Gebrauchsgegenstände, die unseren Wohlstand ausmachen, das reicht vom Auto bis zur Bohrmaschine, praktisch verteilen im Sinne der Nutzung. Also Nutzungsteilung ist das. 4, 5 Leute können sich ein Waffeleisen, eine Digitalkamera oder auch ein Auto teilen. Wir können dann über Besitzverhältnisse reden, müssen wir aber nicht, weil es unterschiedliche Eigentums- und Besitz- und Verfügbarkeitsrechtskonstruktionen gibt, die das ermöglichen. Und drittens müssen wir übergehen zu einer Reparaturgesellschaft. Das bedeutet, wir müssen anfangen, uns nicht nur noch zu umgeben mit Objekten, die wir selber länger nutzen, also instandhalten, reparieren können. Wir müssen auch die politische Forderung stellen, den Aufstand wagen gegen Politik und Industrie, was also die Vergänglichkeit, die sogenannte geplante Obsoleszenz der Dinge anbelangt, die wir eben einfließen lassen in unsere Versorgung. Und dieses Modell würde in der Langfristperspektive hinauslaufen auf eine duale Versorgung. Wir würden ein Doppelleben führen. Auf der einen Seite sind wir als hochgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer noch, und das ist wirklich nur ein Leitbild, wirklich nur ein Durchschnittswert, immer noch 20 Stunden beschäftigt, können Geld verdienen, um bescheiden, um genügsam zu konsumieren innerhalb ökologischer Grenzen, haben dann aber als eine Art Bonus diese 20 freigestellten Stunden, die wir hernehmen können, um gemeinschaftlich mit anderen in ganz neuen Formen der Versorgung, ohne Geld, ohne Märkte, ohne Unternehmen, auch ohne staatliche Unterstützung, unabhängig zu werden, also eine ökonomische Souveränität heranreifen zu lassen. Das lässt uns freier werden, weil wir nicht mehr erpressbar sind. Und vor allem, dies ist meine Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich würde in dieser Welt kein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Was ich trotzdem gut finde an der Diskussion des bedingungslosen Grundeinkommens, ist, dass diese Diskussion den Finger an der richtigen Stelle in die richtige Wunde legt. Diese Gesellschaft hat nämlich Solidaritätsdefizite. Und es ist richtig zu fordern, also auch wenn man jetzt auf der Ebene des bedingungslosen Grundeinkommens argumentiert, es ist richtig zu fordern, dass Ungleichheit, Arbeitslosigkeit oder sogar absolute Armut unakzeptabel sind. Und es ist sympathisch, dass dieser Ansatz, nämlich der des bedingungslosen Grundeinkommens, versucht, dies zu beheben und darüber hinaus auch versucht, einen neuen, einen geläuterten, modernen Freiheitsbegriff auch zu beschreiben. In der Tat wäre es ja so, da haben Leute wie Götz Werner und andere, die da schöne Konzepte ausgearbeitet haben, da haben sie recht, wenn sie sagen, natürlich macht uns das unabhängiger, aber leider nur von der Industrie, nicht hingegen vom Staat. Ich könnte theoretisch immer nach jeder Legislaturperiode wieder die Frage stellen, wollen wir das fortsetzen, was wir bedingungsloses Grundeinkommen nennen. Gut, aber ich habe viele Vorbehalte, die ökonomischer und auch ökologischer Art sind und auch Vorbehalte, die die praktische Umsetzbarkeit betreffen. Und in der Tat bin ich mir nicht sicher, ob die Funktionsfähigkeit dieses Konzeptes vereinbar ist mit dem kulturellen Zustand dieser Gesellschaft. Aber ich möchte ganz zum Schluss jetzt, ich will das Statement auch nicht ausufern lassen, noch etwas anderes sagen. Ich bin nämlich für ein Grundeinkommen, aber nicht für ein bedingungsloses, sondern ein bedingungsvolles. Ich glaube, der größte Fehler des modernen Zeitalters aus philosophischer Perspektive besteht darin, dass die Menschheit ernsthaft anfängt zu glauben, wir können uns befreien von der Knappheit. Und wir haben da so ein Füllhorn, wir müssen es nur gerecht verteilen und technisch optimieren. Ich glaube, Modernität 2.0 heißt, wir dürfen nicht nur immer fragen, was uns zustehen könnte, worauf wir ein Recht haben. Wir müssen auch mal die Frage stellen, was unsere Pflicht ist. Es gibt auch eine Pflicht zur Genügsamkeit. Das heißt, ein gedeihliches Leben und eine stabile Funktionsfähigkeit von sozialen Strukturen setzt für mich voraus, dass zwischen Nehmen und Geben eine Reziprozität besteht.
Wer also in der Lage ist, für seinen Erwerb oder auch für seine Selbstversorgung aufzukommen, sollte dies auch tun. Das ist seine Pflicht. Aber wer das nicht kann, ist bedürftig und bedarf der Unterstützung. Also das bedingungsvolle Grundeinkommen, für das ich bin, heißt, dass Menschen, die auch in einer Postwachstumsökonomie nicht in der Lage sind, sich angemessen, human zu versorgen, brauchen ein Grundeinkommen. Aber die Bedürftigkeit ist dann die Bedingung. Und die zweite Möglichkeit einer Bedingung, die erfüllt sein kann, damit ein Grundeinkommen wirklich für mich akzeptabel ist, ist eine gesellschaftliche Leistungsbereitschaft. Wer sich vor die Gemeinschaft stellt und sagt, ich möchte ein Grundeinkommen haben, sollte mindestens eine Antwort geben können auf die Frage, was er oder sie dann bereit ist, auch dieser Gesellschaft zurückzugeben. Und einfach nur zu sagen, bedingungslos heißt ja, ich muss keine Antworten darauf geben, das ist für mich ein Durchbrechen der Reziprozität. Und es gibt viele Antworten auf die Frage, warum moderne Gesellschaften so gierig geworden sind. Und eine mögliche Antwort, die ich ja selber auch in einer kleinen Streitschrift versucht habe auszuarbeiten, ist die, dass wir eine Trennung herbeigeführt haben unter dem Banner des modernen Fortschritts, eine Trennung zwischen dem, was ich bereit und fähig bin zu leisten und dem, was ich glaube, mir hernehmen zu können. Ich muss nur Papierscheine über den Tresen schieben und schon habe ich irgendwelche Berechtigungen, mir Dinge zu nehmen.